Oh, jetzt habe ich gerade hier. Moment. Also, herzlich willkommen zurück, Freunde. Wir sind ja letzte Folge so böse von dem Wolf überrascht worden. Olet Misfi. Haben uns dann gut mehr schlecht als recht hierhin gekämpft. Und heute sehen wir mal, was uns der alte Zausel zu sagen hat. Dann herzlich willkommen und wir betreten die Hütte. Haha, verarscht. Nein, jetzt aber wirklich. You look like hell, Mackenzie. Thanks. I love what you've done with the place. Ha! I see you're an interior design critic now. You fix my rifle? Yep. Found one of my own, too. Damn, not bad for a pilot. You're full of surprises. You can make it after all. Now what? I really need to get going. My friend is out there, and with all this wildlife on the loose. Whoa. Slow down. A rifle will get you out of a jam, but survival's about what you know. And right now, you don't know shit. What do you suggest? Books on tape? Smartass. No. What I suggest is Jeremiah's Survival School. Student population 1. Let's see if we can keep you alive long enough to graduate. So, dann wollen wir ihn mal ausquetschen. Überlebenstraining. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Ich sollte die Stimme wieder verändern, ne? Aber die haben ja beide die gleiche. Dir bleibt nichts anderes übrig, Kumpel. Ich bin auch ohne dich weit gekommen, Pelzjäger. Aber nicht mit einem blutigen Bären im Nacken. Blutdürstigen Bären im Nacken. Das stimmt, den haben wir. Aber den haben wir doch sehr gut umgangen. Vertrau mir, Mackenzie. Willst du wirklich deine Freundin finden? Hier findest du in allen Wildrichtungen nur Wildnis, soweit das Auge reicht. Das überlebst du niemals. Ich höre zu. Ich werde dir beibringen, was du wissen musst. Und wie? Und dann? Dann wirst du noch etwas Zeit für mich tun. Den Bären töten? Steht ja wohl außer Frage. Wenn du den Bären nicht tötest, kommt keiner von uns hier lebend raus. Mach es selber. Gut, Lichter. Hast du die Lichter am Himmel schon mal gesehen? Ja, konnte kaum schlafen, so hell waren sie. Irgendwas an ihnen ist anders. Sieht nicht aus wie das normale Licht. Die Lichter, das Leuchten scheint Dinge mit Energie zu versorgen, vor allem Lampen. Bist du sicher? Ist mir nicht aufgefallen. Hast du irgendwelche elektrischen Geräte hier drin? Nein. Ich halte mich aus gutem Grund vom Stromnetz fern. Ja, siehst du, hättest ein Radio, hättest du ein bisschen wenigstens was hören können. Und welcher Grund wäre das? Geht dich nichts an. Ja, der hat was auf dem Kerbholz. Der hat irgendeinen Scheiß gebaut und hat sich dann hier zurückgezogen. Kennt er doch hier. Wie heißt das da, die Sendung? Der Mann und das Meer, nicht der Mann und das Meer, nein. War doch auch so ein Einsiedler, der ist auch abgehauen, weil sie den gesucht haben, weil er ja angeblich unschuldig war, aber naja, angeblich. Er hatte doch dann auch so einen zahmen Bären und mit Wölfen hat er sich verstanden und keine Ahnung, was das alles war. Ach, genau, der Mann aus den Bergen. Genau, so hieß das. Die Wölfe scheinen Angst vor dem Licht zu haben. Schienen. Angst vor dem Leuchten? Nein, vor Licht. Wie vor den Lampen an Gebäuden, sie gingen ihnen aus dem Weg. Hast du vielleicht von dem Morphium genascht, Pilot? Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Ah, schon gut. Jo, was haben wir noch? Wölfe?
Sicher, es gibt da draußen viele Wölfe. Früher war das nicht so. Ich habe es dir ja schon gesagt. Etwas scheucht sie auf. Vielleicht ist ein Bär nicht unsere größte Sorge. Konzentriere dich auf das, was ich dir sage. Halte die Augen nach dem alten Bären offen. Er ist ganz schön ausgefuchst. Neben ihm sieht ein Wolf wie ein Schoßhündchen aus, ja? Von der Größe her auf jeden Fall. Okay. Wölfe. Wie die meisten Wildtiere hassen sie Feuer. Ein Lagerfeuer hält sie dir in der Nacht vom Hals, zumindest meistens. Bastel dir selbst eine Fackel, wenn es sein muss. Eine Signalleuchte, wenn man benutzt, geht auch. Aha. Mit dem Stein. Dann wartest du. Lest das selber. Ich hab das immer. Vorleserei, das hasse ich. Und schlägt dann mit allem, was du hast, auf sie ein. Messer, Hammer, Beil oder mit bloßen Händen. Und du hörst erst auf zu schlagen, wenn einer von euch tot ist. Klingt nach meinem Muster. irgendwie kommt mir das bekannt vor. Genau. Was? Ach, vergiss es. Ja, der hat... Waldflüsser. Als ich hier draußen war, mit dir, Waldflüsser, weißt du was darüber? Über die Flüsterer. Das ist eine Art Band, ein Kult. Nicht dergleichen. Ökoaktivisten, Terroristen. Ja, siehste, einige nennen sie Terroristen. Sie kämpfen seit Jahren gegen eine Ausbeutung der großen Bärinsel. Great Bear Island. Große Bärinsel. Warum lassen die nicht die Namen original, wie sie sind? Genau wie Rätselsee. Also sind sie gefährlich. Meistens nicht. Sie schlagen manchmal. Nägel, die Bäumbauer kennen sich an Holzfäller oder Bergbaugeräten fest, um zu protestieren. Ernsthaft verletzt haben die, glaube ich, noch niemand. Aber ich bin gerade nicht auf der Laufenden. Also, was sind sie? Terroristen oder Aktivisten? Ich schätze, das hängt von der Sichtweise ab. Ich mische mich nicht in die Politik ein. Es steht fest, in der Zeit haben sie viel mehr getan, als nur zu flüstern. Was meinst du damit? Vor einigen Nächten hörte ich Schüsse von der anderen Seite des Sees. Könnten Jäger gewesen sein. Aber die sind eigentlich nicht unterwegs. Glaubst du, es waren die Waldflüsterer? Keine Ahnung. Um ihretwillen hoffe ich, dass sie sich schnell aus dem Staub gemacht haben. Jo. Ausweg. Früher oder später werde ich weiter zu meiner Freundin suchen müssen. Da bleibt dir nur ein Weg, Pilot. Welcher? Du willst nach Austermühle? Dann musst du mitten durch diesen Damm. Scheint nicht mehr der ganze abgerissen, zumindest Teile, die nicht herabfielen. Das mag sein, aber das ist der einzigste Weg. Komm schon, erzähl mir mehr. Nicht bevor ich sicher bin, dass du es schaffen kannst. Was schaffen? Den Damm zu durchqueren. Den Damm und alles, was dahinter liegt. Gut, mehr. Das war Telefon. Ach ja, Telefon. Jagd habe ich zu dem Gewehr gefunden, habe ich ein Telefon klingeln lassen. Ich bin rangegangen, Leitung war sehr abgehackt. Ja, das ging überhaupt nicht. Weißt du mehr darüber? Nein, aber es wundert mich nicht. Warum? Alte Telefonanlagen sind nur vom Stromnetz abhängig. Was bei den neuen Systemen? Ja, das hasse ich auch so. Ist das Rente, wenn ein System ausfällt, fallen alle aus. Ja, das hasse ich auch so an den heutigen Telefonanschlüssen. Ja, wenn das Internet ausfällt, hast du kein Telefon mehr. Und wie rufst du da an, dass dein Internet nicht geht? Trommeln? Brieftaube? Ja, heute hat ja jeder Handy. Hallo, ich muss mir nicht ein Handy kaufen, nur damit ich anrufen kann, falls mein Internet mal ausfällt. So läuft das nicht. Also, da hat die Telekom aber ganz schön scheiße gebaut, muss ich sagen. Nicht nachgedacht, überhaupt nicht nachgedacht. Vielleicht noch, ich habe keine Ahnung, wo die Leitung kann laufen. Weiter. Wenn du weißt, womit die Leitung und Schalter verbunden sind, kannst du es vielleicht herausfinden. Na toll, ey.
Und wie stelle ich das an? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir sicher, dass niemand weiß, dass diese alten Leitungen noch verbunden sind. Du bräuchtest einen alten Leitungsblatt der Telefongesellschaft. Wo finde ich den? Aber keine Ahnung, wo du den finden kannst. Vielleicht in einer Art Archiv. Ich behalte es im Hinterkopf. So werden die alten Wege wieder zu neuen Wegen. Jo. Abgeschlossen. Nein, wir wollten doch Survival Lessons. Da müssen wir hin. Lass uns ein wenig über die Überlebensfertigkeiten sprechen. Welche hättest du dir denn angeeignet? Angeln, überlebenstätige Kleidung, mehr so jagen. Kann etwas Jagen beibringen. Gibt hier mir ein paar Übungen und du wirst den Bogen raus haben. Ich habe aber kein paar Jahre. Ein paar Hügel von dir gibt es eigentlich und werden die auf Karte markieren. Im Winter findet man dort eigentlich immer eine Herde Rehe. Erschieß eins davon und bring mir das Fleisch. Dann wissen wir beide, dass du dich in der Wildnis ernähren kannst. Überredet. Vergiss nicht, wenn du eins triffst, aber nicht tötest, musst du vor ihm folgen, bis es umfällt. Halte nach Blut im Schnee Ausschau, folge seiner Fährte. Kommen wir was zu bleißen. Okay, bist du bereit? Ja. Ich werde es versuchen. Dann viel Glück. Komm zurück, wenn du eins in der Tasche hast. Weiter. Okay, apropos Tasche. Wir haben viel zu viel Gelumpe in der Tasche. Schnupftabak? Oder Fusel? Schmerztabletten, nochmal Schmerzmittel. Mitnehmen. Jo. Nähzeug und Angelzeug. So, und hier ist Leder und so einen ganzen Kram. Ich muss ja mal ein bisschen was loswerden. Seid mir nicht böse. Das kann ich behalten. Anzünder. Streichhölzer. Wieder so viel die... Das ist ja nichts. Das sind ja ein paar Gramm. Das wiegt. So. Verbände, 3 Stück reicht. Klamotten, was haben wir an Klamotten, was wir nicht brauchen? So, den müssen wir mal gucken. Aktionen. Nehmen wir es mal hier hin. So, schauen wir mal. Ist er besser? Nein. Was ist hier? Nein. Was ist hier? Hat sich erledigt. Wird zerlegt. Zack, Stoff. Und wir müssen Sachen reparieren. Wir haben 2 Risse, glaube ich. Die Handschuhe mache ich damit. Die muss ich nicht unbedingt bei mir tragen. Essen haben wir. Das behalte ich. So, was habe ich hier angelumpe? 2x Angelzeug. Zurück. Das kommt dann hier hin. Ich nehme auch schon Schnur und Angelzeug und so ablegen. Okay, die brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr erstmal. Den kann ich auch weglegen. Säge halte ich mal fest. Dosenöffner 2x. 65, 77, der kann weg. Zurück. Ablegen. Gewehrreinigungszeug halte ich bei. Lampenöl tue ich gleich machen. Da brauche ich auch nicht. Ablegen. Ablegen. Ein Schlafsack lege ich auch ab. Halt, den muss ich woanders hinlegen. Das ist egal. Die Schnur kann ich auch ablegen. So, das brauche ich alles noch. Was haben wir hier? Darm. Den Schlafsack, den lege ich hier hin. Wo ist er? Der gehört hier zu, ne? Nein. Doch. Okay. Das andere gehörte hier hin. So. Das war hier, ne? Nähzeug. Ne, hier war das. Da. Dann
Schuss. Leder. Abbrechen. Das Metall. Ablegen. Alle. Wir haben Leder bei, wir haben Verband, wir haben eine Feder, die Feder kann auch abgelegt werden. Okay, jetzt muss ich mal eben gucken. Sachen. Reparieren. Ja, dann schlafen wir auch. Trinken, noch Tee kochen. 100%. Wunderbar. Oh, Aktionen. Reparieren. Erstmal die ganzen Sachen auf Vordermann bringen. Das macht nämlich richtig was aus. Jawohl. Nochmal reparieren. Ja. Wie sieht er aus? 99? 84? Die können wir auch reparieren. Sehr schön. 82, reparieren, komm. Wir haben noch genug Stoff, sonst müssen wir irgendwas auseinandernehmen. Schlafsack zum Beispiel. So. 96, 98, 97, 35. Die hat es aber wirklich nötig. Sehr nötig. Nähzeug 50, Angelzeug 100. Reparieren. Angelzeug kann ich auch nehmen zum Reparieren. Hm, gut zu wissen. 100. Sehr schön. 100. Was haben wir hier? Nein, drunter. Hallo? 98. 33. Reparieren, komm. Die können wir auch schon mal wieder reparieren. Nähzeug nehme ich noch mit. Ja, sehr schön. Gut, dann haben wir hier ablegen. Alles ablegen. Ablegen. Alles ablegen. Verbände haben wir 3. Schmerzmittel haben wir. Wie sehen wir müdigkeitsmäßig aus? Hunger haben wir, Durst haben wir. Damit kriegen wir immer den Bauch voll. So, weiter. Müdigkeit, alles klar, wir sind müde. Kann ich den Schlafsack hier hinlegen? Sehen wir überhaupt aus? Die Nacht kommt bald. Ist eigentlich noch viel zu hell. Eigentlich ist es noch viel zu hell. Naja, ihr fliegt da hinten drüber, das weiß ich. Da liegt einer. Den kennen wir schon. Mal eben auf die Karte gucken. Da haben wir noch ein Versteck. Da haben wir noch ein Versteck. Was ist da? Schlüssel am See. Ah, okay. Warum halte ich eigentlich den Knopf gedrückt? Lagerbüro. Das sind wir. Max Lester Widerstand. Das ist hier. Überlebenstraining ist da. Haben wir sonst noch irgendwas? Da ist der Stausee. Normalerweise geht es nämlich hier lang. In die nächste Karte. Da kommen wir nach diesem... dieser lange Weg am Fluss vorbei oder am Meer vorbei, wie auch immer. Durch den Staudamm. Da möchte ich noch mal hin. Ach, wir haben doch... Was jetzt? Oh.
Wir haben doch dieses Reh, ne? Kilo. Zurück. Aber ich kann jetzt nicht pennen, ist doch... Der Rauch sieht so geil aus. Ja, die Sonne geht unter. Komm. Geh mal ganz früh los, sobald die Sonne aufgeht. Uah. Gott, bin ich Gott sei Dank wieder hier drin. Das war da. Schlafe Sacke. Schlafe Sacke. So. Schön am Feuer. Das sieht alles noch gut aus. Machen wir mal 10 Stunden. Erstmal. Hä? Hallo? Hallo? Schlafsack? Verarschen oder was? Es wird noch dunkel sein. Durst werden wir haben. Sag ich doch. Also, 2 Stunden. Immer noch dunkel. Also noch 1 Stunde. Kerl, wie lange soll man denn pennen, ey? Und jetzt kommt schlechtes Wetter. Es klappert und rappelt schon wieder. Das heißt, und Hunger hat auch einer. Das hätten wir uns auch heiß machen können. Mann! Mist. Gegessen haben wir genug. Sieht's aus mit Trinken. So, wohlgenährt gehen wir jetzt Seife. Wir haben doch... Wo habe ich denn den... Hatte doch einen, sag ich doch, einen Schleifstein. Wettstein. Könnte ich doch mal meinen... Können wir irgendwas machen? Außer Verband? Nee. Zünderbündel? Nee. Ich mache jetzt aber mal eine kleine kurze Pause. Viertelstunde haben wir noch. Ah, komm, geh doch an, du scheiß Handy. Anhalten. Scheiße. Entschuldigung. Und wir sehen uns gleich wieder und dann tigern wir los. Alles klar, bis gleich, Leute. So, Freunde. Dann, ja, lass uns mal losschießen. So, das sieht auch gut aus. Aber das Wetter sieht nicht gut aus, wetten wir. Morgens ist immer scheiße. Oh. Aber vielleicht ist genau das, was wir brauchen. Ich muss mal eben gucken, was haben wir an Gewicht? Ja, 26 von 30 Kilo, na toll. Vielleicht ist es ja genau das, was wir brauchen. Dieses Wetter. Der läuft schon wieder so schnell. Also, tut mir leid, aber ich glaube langsam, das ist irgendein Bug.
Wieso wächst ein Baum mitten auf dem Feld? Das muss mir mal einer erklären. Oder steht er nicht auf dem Feld? Ne, der steht daneben. Hab da ja nochmal Glück gehabt. Wieso renne ich jetzt eigentlich hier so zicke-zacke? Und irgendwie sitze ich schon wieder krumm. Rein Testtheorie. Nicht so schnell. Fällt's wieder hin? Da muss ich dich wieder verbinden. Müsste das ja da unten sein. Irgendwo. Das ist aber auch gemein, dass der nicht anzeigt, wo man gerade rumturnt. So, hier sind wir rum. Über den Berg sind wir drüber. Dann müssen wir nochmal über den Berg drüber. Aha. Wir müssen uns diesen Weg mal merken. Da ist ein einfacher Weg. Beziehungsweise nicht so ein steiler Weg. Gehe ich mal da lang. Stöckchen. Ja. Wolf Young ist auch nicht hier. Aha, das heißt da und dann links um die Ecke. Haben wir einen Stein? Nee. Na komm, den ärgern wir jetzt nicht. Puh! Sag ich doch. Ach, guck, hier sind wir. Deshalb hat er nie geklappt, weil ich immer da hinten runtergegangen bin. Ich muss hier runtergehen. Ah, sehr gut zu wissen. Da ist ein Reh. Ein Hirsch. Hirsch heiße ich. Neuer Ort entdeckt. Leise. Nicht so einen Krach machen. So. Eine Zeitung. That'll come in handy. Das sagst du so einfach. Getragene Jeans 56. Ah, komm. Die können wir zur Not zerlegen. Da ist einer. Da ist Holz. So, wenn wir uns bücken, dann sehen wir nicht. Na toll. Wie komme ich da jetzt dran? Das heißt, schwupp. Die haben uns schon gesehen. Ich werd bekloppt, ey. Ach, das ist doch nicht wahr. Er ist noch viel zu weit weg. Er ist viel zu weit weg. Ich werde mal da zu den Dings rüber pirschen. Da ist noch einer. Guck mal da. Erstmal zu dem Baum da. Mal ganz langsam und ganz vorsichtig. Und dann kommt der Wolf. Irgendwie sowas passiert gleich. Irgendwas passiert gleich.
die Entfernung. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen näher rankomme. Weil so ist mir noch ein bisschen zu weit weg. Da treffe ich sonst nicht das Vieh. Okay, wir versuchen es. Boah, ist da ein Rumgewackel hier. Hilfe! Mist! Ich werde jetzt bestimmt nicht da hinten hinrennen. Mach, was willst du. Der Daus. Den habe ich aber gut erwischt. Ja. Vater kann doch was. Mein Lieber. Noch nächste Lieder. Hoppala. 6,8 Kilo. Wupp. Alles mit. Eine Einheit. Zwei Einheiten. Bügelsäge. 4 Stunden. 6 Stunden. 3 Stunden. Zerlegen. Oh, der Ball muss man schärfen. Sonst ist es bald kaputt. Aber wir kriegen es hin. Oh, echt? Wow. Jetzt sieht es aber schön aus hier. Wir könnten Feuer machen und grillen. Ich werde das aber zu Hause erstmal braten. Denke ich mal. Holz lasse ich mal liegen. Falls ich das ein andermal brauche. Wenn ich das jetzt nehme und da oben reinlege, bleibt das da. Das kann, packe ich in den Rucksack. Ne? Das ist die Idee. Da steht ja der Rucksack. Das packe ich in den Rucksack und dann ist alles zack, zack. So, wo ist das Holz? Zwei. Ne? Tja, Jeremia, da wirst du gucken. Da hat der Onkel Jürgen einen Glückstreffer geschafft. Jetzt kommt der Wolf um die Ecke und frisst uns auf. Unser zweiter liegt auch irgendwo rum. Na, hier ist ja immer noch hier. Ja, ja, du kommst nicht weg. Ich bin eh schneller. Oh, um den Stein rum. Ja. Da hoch. Genau. Und dann sind wir über dem Berg. Quasi. So. Wir tigern noch eben bis zur Hütte. Dann ist die Folge auch schon wieder Ende. Würde ich sagen. Und ja, genau. Dann werde ich... Ne, überhaupt angemacht? Ne, wahrscheinlich nicht. Nö, habe ich gedacht. War ja klar. Alter Trottel. Alter Zausel. Wie gehabt, vor der Tür werden wir dann mal eine kurze Pause machen.
oder beziehungsweise die Folge beenden. Dann gehe ich rein. Red aber noch nicht mit dem. Werd dann das Fleisch mal eben beraten. Darm und so kann ich ablegen. Ja, es ging jetzt eigentlich schnell mit der Aufgabe, muss ich sagen. Also, dass wir sie erfüllt haben. So. Also manchmal brauchst du viel, manchmal brauchst du wenig. Also ganz komisch. So, Freunde. In diesem Sinne. Unser erster Hirsch, unser erstes Essen, eigen geschlachtet, genützt und gemacht und getan und erschossen. Und irgendwo liegt noch einer rum, den können wir auch mal irgendwann einsammeln. Jürgen, böser. Böser Jürgen. Na gut, dann sage ich erstmal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dahin, gehabt euch wohl. Bye, bye. Back to me.